Mein Name ist Felix Brüch, komme aus München. Mein Verein ist SV Am Hart München und freue mich auf die Bundesliga-Saison. Ich bin ein großer Fußballfan und gucke Spiele ohne Ende und habe auch immer schon auf den Schiri geguckt. Ja, also ich bin in solchen Momenten unglaublich fokussiert und nehme die Szenerie gar nicht mehr richtig wahr. Arbeite dann für die Entscheidung. Ich arbeite nicht für die Zuschauer oder nicht für die Szenerie, sondern ich will dann einfach ein gerechter Spielleiter sein. Und ich merke immer erst nach dem Spiel, was ich dann davor geleistet habe. Ich habe also wirklich eigentlich so ziemlich alles erlebt, was ein Schiedsrichter erleben kann. Auch einmal dieses Champions-League-Finale 2017, Real gegen Juventus in Cardiff. Ja, das war eine tolle Reise, ja, seit 2007 durch die Welt zu reisen und Spiele auf allen Kontinenten zu pfeifen. Ja, ich muss natürlich jetzt auch immer weiter an meine körperlichen Grenzen gehen, aber das macht mir Spaß, das Training. Und ich bin gerne auf dem Platz, Teil des Fußballs und arbeite gerne mit den Spielern und Trainern zusammen. Mittlerweile kann ich auch ziemlich schnell abschalten nach dem Spiel. Ich konnte das früher nicht so einfach. Ich habe dann auch ganz schlecht geschlafen nach Spielen. Das kriege ich ganz gut mittlerweile hin, dass ich dann wirklich mit dem Abpfiff oder mit der Rückreise das Spiel verlasse und wieder ins normale Leben eintauche. Einer meiner Lieblingsfilme ist Auf der Flucht mit Harrison Ford, weil am Ende der Richtige gewinnt. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Film, den gucke ich mir eigentlich jedes Jahr einmal an. Ja, lesen tue ich nicht so viel. Ich habe in meinem Studium relativ viel gelesen. Als Jurist muss man wahnsinnig viel lesen und vom Lesen bin ich ein bisschen müde. Aber ich lese mittlerweile jeden Tag die Tageszeitung, was ich über Jahre nicht gemacht habe. Und das ist nämlich das Buch, ja, dass ich eben am richtigen Leben dann teilnehmen kann und jeden Morgen Zeitung lese. Das macht mir sehr viel Spaß. Die letzten Spiele unglaublich viele Trikot-Täusche mit Spielern, die dann auch im Spiel zu mir in die Kabine gekommen sind oder auch sich von mir verabschiedet haben, weil sie gewusst haben, dass ich sie zum letzten Mal auf dem Platz pfeife. Ich habe vor kurzem ein Privatspiel gepfiffen in Bayern, Lazio Rom gegen Genua mit Ciro Immobile. Ich habe mitgespielt und das ist kein einfacher Spieler auf dem Platz, ja, aber er hat sich vor dem Spiel richtig gefreut, mich zu sehen und hat sich dann auch in der Pause, wurde dann ausgewechselt, von mir verabschiedet. Das zeigt, dass ich da, glaube ich, schon den Spielern gegenüber ein verlässlicher Schiri gewesen bin. Ich habe da Techniken mir antrainiert, dass ich mich wirklich total in meine Aufgabe rein fokussiere und in diesen Tunnel mich begebe. Aber ich habe das wirklich geliebt und ich liebe es immer noch.